Wenn die Immobilie zu schnell verkauft wird, dann war der Preis zu billig. Nichts anderes ist ja diese Strategie hoch ansetzen. Weirde Vorstellung von dem Wert seiner Immobilie. Nicht der Makler macht den Preis, nicht der Verkäufer, nicht der Nachbar. Weil ich Ahnung habe. Ganz einfach. Weil wir Plan haben von dem, was wir machen. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution Podcast Folge. Heute mit einem sehr spannenden Thema. Wenn die Immobilie zu schnell verkauft wird, dann war der Preis zu billig. Ja. Und ich habe meinen Freund und Gast und Geschäftspartner Wendelin mit am Start. Und der Wendelin, der wird mich da so ein bisschen grillen, genau. Oder ausschragen, ein bisschen ausquetschen, genau. Wie eine Zitrone. Ja. Nee, weil wir machen ja auch viele Videos und wir beobachten ja auch die Kommentare, sei es jetzt unter den Werbeanzeigen, die du hast, unter den Videos. Und wahrscheinlich ist auch der ein oder andere Zuhörer dabei, der genau diesen Gedanken im Kopf hat. Ja, schnelle Vermarktungszeiten, ne, wovon du auch sprichst, von teilweise 4 Wochen oder manchmal sogar nur Tage, 8 Wochen, 12 Wochen, ist für viele ja erstmal nicht greifbar und für viele dann auch gar nicht erstrebenswert, weil sie eben genau den Gedanken haben, scheiße, nein, warum, dann war ja der Preis viel zu niedrig, wenn ich die so schnell verkauft habe, dann krallt die sich irgendeiner, der jetzt da eine schnelle Mark sieht. Und das ist so, da liegt ja irgendein Fehler zugrunde. Und welcher Fehler liegt denn diesem Gedanken zugrunde? Weil es ist ja ganz offensichtlich falsch, weil es funktioniert ja bei Hunderten von Kunden, denen du das beibringst. Und bei Hunderten Objekten jeden Monat. Ja. Das kommt also, darf man nicht vergessen. Also der erste Punkt, den man sich mal anschauen muss, ist, hinter jedem Problem steckt eine Lüge oder Unwahrheit. Mhm. Wir schauen uns das mal an. Es gibt einen wirklichen Irrtum und dieser Irrtum ist nicht nur bei Privatverkäufern sehr geläufig, sondern bei wirklich den meisten Immobilienmaklern genauso. Welcher? Also den professionellen Marktteilnehmern, Bauträger, Immobilienmakler, Aufteiler, also ne, Leute, die Objekte kaufen, die schön machen, aufteilen und schön machen und wieder verkaufen. Und vor allem natürlich bei Privatleuten, Privatverkäufern. Dieser Irrtum heißt, ich setze den Preis hoch an, runtergehen kann ich ja immer noch. Ist doch super, war doch auf dem Bazar auch so. Genau, das ist aber genau das Thema. Wir sind erstens bei Immobilien nicht auf dem Bazar. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wir schauen uns aber mal einen ganz anderen Punkt an. Weil guck mal, eine Entscheidung, die jemand trifft, basiert ja immer auf irgendwelchen Informationen. Ich sage bewusst irgendwelchen. Und wenn wir uns die Welt da draußen anschauen, dann können wir einen wirklich sehr, sehr, sehr validen, stabilen Punkt nehmen. Nämlich, dass da draußen jede Menge falsche Informationen unterwegs sind. Eindeutig. Weil das heißt ja nicht, weil es alle machen, ist es richtig. Und es gibt halt für alles, was man tut, gibt es einen richtigen Weg. Mhm. Den richtigen Weg. Und wir gucken uns mal folgenden Punkt an. Jetzt stell du dir mal vor, du verkaufst deine eigene Immobilie. Mhm. Und ich kaufe die. Wir können es aber auch umdrehen. Ich verkaufe und du willst was kaufen. Was schätzt du denn, wie lange bist du unterwegs? Bis du dann wirklich mal eine Immobilie kaufst. So von der Entscheidung, vom ersten Gedanken, oh, ich würde gerne was kaufen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann tatsächlich was kaufst. Mit Sicherheit beobachte ich den Markt, wenn ich kein erfahrener Käufer bin, 6, vielleicht sogar 12 Monate. Genau. Sagen wir mal so circa 6 Monate. Mhm. Jetzt müssen wir nicht diskutieren, dass jetzt natürlich, ihr könnt gerne die Kommentare hier unter unter die Podcast-Folge setzen. Aber natürlich gibt es jetzt Ausnahmen in die eine oder in die andere Richtung. Also das heißt, es gibt Menschen, die entscheiden schneller und es gibt Menschen, die brauchen länger. Ist so. Okay? Also wir sagen mal im Durchschnitt 6 Monate. Okay. In diesen 6 Monaten begegnest du also meiner Immobilie, weil die ja in einem bestimmten Stadtteil, in der bestimmten Straße und weil sie dir vielleicht auch gefällt, davon gehe ich jetzt mal aus, begegnet dir die Immobilie ja immer wieder. Richtig. Und wenn ich die jetzt 6 Monate lang vermarkte, also sagen wir mal den Preis bewusst höher ansetze und wir sagen mal nicht marktgerecht, sondern wunschpreisgerecht. Okay, weil das ist ja die Grundlage für eine Immobilie, die länger braucht, um sie zu verkaufen. Und mein Ziel als Käufer ist es ja auch, wenn ich noch auch wenig Ahnung habe oder jetzt auch nicht super erfahren bin, gerade wenn es jetzt um Wohnimmobilien geht oder so, ich will vielleicht mit deiner Partnerin in ein Eigenheim kaufen,
dann gucke ich ja erstmal, um zu gucken, was sind denn auch andere Dinger wert. Ich beobachte erstmal, ich will ein Gefühl dafür bekommen. Und wenn ich dann halt sehe, ey, die ist so teuer, dann muss ja irgendwas damit nicht stimmen. So, die Frage stelle ich mir. Du bist jetzt sehr schnell sehr schnell in die Schlussfolgerung gegangen. Aber lass mal tiefer reingehen. Der Prozess dauert ja in der Regel länger. Ne? Das heißt, entweder du guckst dir die Immobilie an, ne? Also sagst, oh, die ist interessant. So, aber wenn aber doch im Preis irgendwas zu hoch ist, und das ist ja der Grund, es kann ja nur einen Grund geben, warum eine Immobilie, also nicht nur, einen ist nicht richtig, also aber einer von mehreren Gründen dafür, dass eine Immobilie nicht verkauft wird, ist doch der Preis. Das ist ein sehr erzählt mir doch keinen Blödsinn. Wichtiger Grund. Ja? So, das heißt, ein Grund, warum nicht verkauft wird, ist der Preis. Zweiter Grund ist der Zustand, dritter Grund ist die Lage und bla 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 noch ein paar andere Gründe. Okay, so. Also das heißt, der Preis spielt eine wesentliche Rolle. Und da wir ja jetzt auf dem Markt das ganz klar beobachten und sehen können, und da muss auch wirklich jetzt, wirklich Leute, ich sag's euch, wie ihr seid, hört mir mit diesem Holzkopfgequatsche auf, ja, weil das ist ja wieder, weißt du, wenn so einer sowas sagt, ja, nicht, aber die Immobilie viel zu billig gewesen, weil das ist wieder so wirklich ein Volldepp, der gar keinen Plan hat, ja, aber wirklich sowas von gar keinen Plan haben, da geht mir schon wieder die Hutschnur ein. Ja, weil es schon so irre ist, er ist schon wieder so irre. Guck mal, da sitzt einer und der sagt, geht da einen Monat, ist er auf dem Markt, ja. Also jetzt, Leute, mal wirklich, musst du das mal wirklich geben. Da ist jemand, einen Monat, der kriegt die Dinger nicht weg. So, zwei Monate kriegst du auch nicht weg. Drei Monate kriegst du auch nicht. Was macht er denn dann? Ja, runtergehen. Und da siehst du doch jetzt 3, 4, 5, ich gehe natürlich nicht wirklich, ne? Also ich wollte es nur mal ein bisschen untermauern, ja, wie dumm es eigentlich ist. Das heißt, irgendwann geht der doch im Preis runter, weil er denkt, ah, ich finde ja irgendeinen Trottel, der für meinen Wunschpreis kauft. Und am Anfang ist es sogar noch pure Überzeugung des Maklers, pure Überzeugung des Bauträgers. Gerade gehen reihenweise die Bauträger pleite, weil sie sich im Pricing komplett verhauen haben. Ja. Gehen pleite, bla 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 bla, einer nach dem anderen. Und die Privatverkäufer gehen ja auch, einer nach dem anderen geht hops. Also entweder sind sie sauer auf den Makler, weil der ist ja schuld, bla bla bla, der hat mir, aber doch nicht mein Objekt, ist doch niemals schuld daran, dass es nicht verkauft wird. Nee, der Verkäufer hat einfach irre Vorstellungen. Weirde Vorstellungen von dem Wert seiner Immobilie. Was sie nicht hat. Punkt. Was sie nicht hat. Und genauso der Makler. Der Makler geht doch nur auf dieses Spiel ein, aus einem einzigen Grund. Und Leute, die Wahrheit muss man vertragen können. Die Wahrheit muss man vertragen können. Und wer mit mir was zu tun hat, der muss mit der Wahrheit umgehen können, wie ich das ja auch tun muss. Okay? So, das heißt, am Ende geht der mit dem Preis runter. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Bis er irgendwann mal in die Nähe einer realistischen Zahl kommt. Und dann hast du die Immobilie jetzt über ein halbes Jahr lang beobachtet. Was denkst du denn jetzt? Jetzt denkst du, hier ist doch irgendwas faul. Ja, und ich denke mir so, okay, der hat Druck auch, ne? Der muss verraten, da kann ich noch jetzt, was am Preis machen. Jetzt ist er reif. Und dann bin ich ein ekliger Käufer auch, dann will ich verhandeln, dann drücke ich, genau. Dann mache ich alles. Und weißt du, was das Schlimme ist? Der hat aber jetzt schon mindestens 3, 4, 5 Käufer nach Hause geschickt. Der hat dich schon nach Hause geschickt, weil sie ihm einen unverschämten Preis angeboten haben, der eigentlich realistisch gewesen wäre, wenn man unverschämt in deren Vorstellung. Ja, in seiner Vorstellung unverschämt. Oder gesagt, ha, der Zustand deiner Immobilie ist ja nicht gut, deshalb ist sie das nicht wert. Immer war der sauer. Schau, das eigentliche Problem ist, dass weder Verkäufer noch Makler die Realität konfrontieren und wirklich ganz genau hinschauen, was tatsächlich Fakt ist. So, und da wir ein paar tausend Immobilien verkauft haben, Bewertungen gemacht haben, wissen wir einfach, was richtig ist. Und wir haben das einmal richtig durchkonfrontiert. Wir haben uns das angeschaut in allen Richtungen und wir machen uns halt nichts vor. Das ist alles. Und wir sagen dem Verkäufer ganz genau, was Sache ist, weil ich es vorhersehen kann. Und nicht, weil ich ein Hellseher bin, sondern weil ich Ahnung habe. Ganz einfach. Ja. Weil wir Plan haben von dem, was wir machen. Weil wir Experten sind, weil wir Profis sind. Und nicht, weil wir irgendwelche Holzfäller sind, die draußen irgendwie Immobilienverkäufer umhacken. Ja, oder Bäume fällen, um wieder einen neuen Auftrag zu kriegen, sondern weil wir einfach ganz solide, korrektes Business machen. Du hast mal was Gutes gesagt, das weiß ich noch ganz genau, du hast gesagt, nicht der Makler macht den Preis, nicht der Verkäufer, nicht der Nachbar, sondern die Zahlen, Daten und Fakten machen Exakt. Den Preis. Genau, und am Ende, und jetzt kommt ja das Interessante, am Ende ist eine Immobilie das wert, was ein Käufer bereit ist, dafür zu bezahlen. Punkt aus Ende. Ja. That's it. So, und das,
draußen im Markt, dass die pure Realität ist, dass da viele rumlaufen und irgendwelche irren Vorstellungen haben, zeigt mir ja, dass selbst Makler, die Jahre, Jahrzehnte auf dem Markt sind, immer noch nicht gecheckt haben, wie man Immobilien richtig bewertet. Oder, ich gehe sogar noch weiter, die nicht verstanden haben, wie muss ich mit einem Verkäufer sprechen, dass er versteht, was die Immobilie wirklich wert ist. Das ist ja das nächste Problem. Okay. Wenn man dann eingesehen hat, ne, ja, okay, der Preis, ich weiß, er muss vielleicht realistisch sein, die Vermarktungszeit, und man hat gecheckt, was du jetzt gesagt hast, dann ist ja aber das nächste Problem, das aufkommt, ich sitze im Einkaufsgespräch und der sagt mir, nee, 600.000 will ich dafür haben, aber du weißt, das geht nicht, niemals. Ja, und wir dürfen ja nicht vergessen, vor dem Mai, Juni 2022, und ich habe das schon öfter gesagt, hat es ja Geld auf Deppen geregnet. Ja, genau. Ne, das heißt also, du hast ja irgendwie alles irgendwo verkaufen können. Warum? Weil wir ja Stupid Money hatten. Das heißt, also Stupid Money bedeutet billiges Geld, Baugeld. Ja, das war ja, hat ja nichts gekostet. War ja ein Witz. Was war 0, irgendwie? Ja, 1%, sagen wir mal, rund, roundabout. Das war ja nichts. Mhm. War ja nothing. So, das heißt, überleg mal, wenn du, wir haben ein Objekt verkauft in Düsseldorf, ja, beziehungsweise in Meerbusch, eine Penthouse-Wohnung für 840.000 plus 30.000 für den Stellplatz. Also 870.000 Euro hat dieses Objekt, ich glaube, Einzug 221 gekostet. Okay. Dieses Objekt ist in 2023 verkauft worden. Aber jetzt musst du dir vorstellen, innerhalb von 2 Jahren hat sich die Finanzierungsrate verdoppelt. Das ist krass. Beziehungsweise sogar noch mehr. Mhm. Das heißt also, vorher konntest du komplett ohne Eigenkapital, warst du irgendwie bei 2.500 Euro Miete und im Nachgang musstest du, ich glaube, 300.000 Euro Eigenkapital reinstecken, um auf einer ähnlichen Rate zu sein. Also nur mal so als kleiner Gesichtspunkt für die ganz Schlauen hier unter uns. Das ist ja auch für mich, wenn man unser Beispiel vorhin holt, du bietest deine Immobilie an, ich bin Käufer, das ist ja für mich ein Riesenpunkt. Ich habe jetzt, ich verdiene ja dann vielleicht auch nicht die Superwelt und weiß, alles klar, das muss in mein Budget passen. Plus ich weiß, Geld ist super teuer geworden. Ich habe Zinsen von 3,5 oder 4%, wenn ich das mache. Und da überlege ich mir ja nochmal 10-mal mehr, ob ich das Objekt kaufe oder nicht. Exakt. So, und jetzt schauen wir uns den anderen Gesichtspunkt an. Weil wir haben ja jetzt einmal, das haben wir, glaube ich, ausreichend besprochen. Mhm. Das heißt also, es gibt so viele Argumente dafür, und das waren jetzt mal nur so ein, zwei, die ganz klar erkennen lassen, es macht keinen Sinn. Weil du verbrennst das Objekt. Mhm. Du verbrennst es einfach. Du vermarktest es tot. Ja. Okay, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Die erste Frage ist, wann? Und jetzt mal einfach von, ich sag mal, ich würde jetzt ein bisschen nicht so herablassend sagen, ne? Aber es ist ein bisschen was für die Schlauen. Okay, was ich jetzt sage. Also man muss schon ein bisschen seine Intelligenz beisammen haben und ein bisschen, ne, also so Dummköpfe checken es nicht, sage ich mal ganz ehrlich. Jeder, der jetzt zuhört, sitzt gerade da, okay, hoffentlich check ich das. Nein, also ich meine das ernst, wie es ist. Also wenn man halt richtig blöd ist, ja, dann kann man es ja gar nicht, dann ist ja logisch, dass man, ja, das muss ja, da muss es ja viel zu billig sein, da muss man aber schon richtig saudumm für sein. Mhm. Okay? So, und Dummheit, um das auch nochmal zu sagen, gleich nicht wissen. Dummheit heißt, man weiß es nicht oder man weiß eben nichts, dann ist man eben saudumm. Okay? So, das ist halt das Ding, um was es hier geht. Okay, so, also pass auf. Erstens, wann verkauft man eine Immobilie? In den ersten 72 Stunden. Punkt, aus, Ende. Und zwar auch, warum? Das heißt natürlich inklusive Abwicklung mit allem Pipapo. Klar, das dauert ein bisschen, ne? So, aber das ist ganz einfach und leicht, warum das so ist. Der erste Punkt ist, wenn die Wertermittlung korrekt ist, also die Bewertung der Immobilie, wir nennen die Expertenmarktwertermittlung oder Expertenbewertung, dann habe ich die aus allen unterschiedlichen Gesichtspunkten und Blickwinkeln bewertet, mit unterschiedlichen Tools, mit allem, was dazugehört und so weiter und so fort. Siehst du, bei uns sind sogar Kinder am Start. mit allem Pipapo haben wir die Immobilie tipptopp bewertet. Okay? Punkt Nummer 1. Das heißt, ich habe einen hohen Grad an Sicherheit, da geht die Reise hin. Okay? Punkt 1. Punkt Nummer 2 ist, ich brauche,
um eine Immobilie wirklich zielsicher zu verkaufen, brauche ich die maximale Anzahl an Interessenten. Frage an dich. Wenn du jetzt als Kaufinteressent siehst, du bist jetzt einer von, sagen wir mal, 20, 30 Leuten, die die Immobilie sehen. Und ich habe ernsthafte Kaufabsicht. Und du suchst ein Objekt, was, und das kommt jetzt wirklich in Frage. Und du kriegst auch mit, boah, hier ist richtig Pressure auf dem Ding drauf, ja. Hier ist richtig, das steht in Flammen, das Ding, ja. Denken wir mal an den Louis Vuitton-Laden, ja, hier Düsseldorf auf der Kö, wo jeden Tag irgendwie so dreiviertel Stunde, Stunde die Leute vor dem Laden stehen. Was ja eh schon irre ist. Ja? Ne, aber die Leute stellen sich halt in die Schlange rein. Ist doch krass, aber wie geht denn das? So, und jetzt überlege dir über ein halbes Jahr regelmäßig Besichtigungen und so weiter. Wo ist denn da der Druck? Ja, wo ist denn der Handlungsdruck? Und dann kommt der geile Spruch vom Makler. Ja, bei dem Objekt müssen sich aber beeilen. Ne? So nach 5 Monaten. Ja. Müssen sie aber, da, und dann sage ich mir schon mal, warum wird denn das so lange verkauft? Das ist ja nur eine einzige Frage. Das schieße ich doch jeden Makler und jeden Privatverkäufer schieße ich doch komplett ab damit. Sagst du, wie lange versuchen sie denn schon, die Immobilie zu verkaufen? So, dann fängt er an rumzueiern. So, und jeder halbwegs intelligente Mensch kennt Tools wie rote Kapsel, ja, oder andere Vergleichstools, ja. Und das wird ja immer einfacher. In Immobilien-Scout ist es ja auch schon drin, ja. Wo ich sage, wo steht die Immobilie? Ist die über dem Markt, ist die auf dem Markt oder unter? Ja, also. Genau. Hey Leute, was versucht ihr eigentlich da draußen, die Leute für doof zu verkaufen? Als wenn die alle komplett Banane sind. Und als Käufer habe ich ja vor allem auch irgendwann dann Alerts eingestellt auf bestimmte Filter, klar, damit ich benachrichtigt werde. Klar, und dann sehe ich ja, wenn da realistische Sachen reinkommen, das checke ich ja ganz schnell. Also ich frage mich wirklich, für wie dumm wollt ihr eigentlich die Leute verkaufen? Was glaubt ihr eigentlich, wie hohl die alle sind? Ja. Ja, wie dumm müssen die denn sein? So dumm können die gar nicht sein, wie du glaubst, dass sie sind. Ja? So, das heißt, also hier ist schon mal was schief. So, das heißt, wir haben einen marktgerechten Preis. Und jetzt, was passiert denn? Erstens, wenn der Preis um 10-15% und häufig ist er ja noch viel höher über dem Markt, dann sinkt doch die Nachfrage automatisch, weil die Leute ja nicht dumm sind. Und das checken die Leute. Ja, und das, aber auch das, was du gesagt hast, ist ja quasi auch die Nachfrage. Das müsste man auch noch checken. VWL, Grundkurs hat man irgendwo mal gehört, warum das. Ja, du kannst auch eben keine Hundehütte zum Preis von einer Garage verkaufen. Ja. Das funktioniert halt nicht. Und du kannst auch keine Garage zu einem Preis von einem High-End-Blockhaus verkaufen, was du im Garten stehen hast, mit Sauna, mit allem Pipapo. Verstehst du? Das ist halt, die Leute versuchen Schrott, ja, wie Gold zu verkaufen. Ja, so, und das Problem dahinter ist doch nur, dass die Privatleute einfach falsche Informationen haben, dass sie es nicht richtig einschätzen können. Ja, und das ist halt tatsächlich auch eine Form einfach von Nichtwissen. Weil sie keine Ahnung haben. So, ja, bitte. Um nochmal darauf zurückzukommen, du hast gesagt, in den ersten 72 Stunden verkauft sie. Man braucht Hülle und Fülle bei der Besichtigung. Die Leute müssen merken, dass da einfach Druck auf der Pipeline ist. Ah, exakt. Auf dem Objekt Druck ist. Genau. Und hast du noch was, warum du dann sagst? Also nochmal, der Punkt ist, ich habe erstmal viele Interessenten. Ja? So, und jetzt brauche ich einen sehr, sehr guten Verkaufscycle. Ja? Also einen Verkaufszyklus, einen Verkaufsprozess, der wirklich gut funktioniert. Und das heißt, der muss halt High-End sein. Der muss halt High-Ticket sein. Ja, du musst den Leuten liefern, was sie brauchen. Gute Informationen, ja. Ob das ein Exposé ist, ob das alle Objektdaten sind, was ja schon bei vielen Maklern gar nicht funktioniert. Ja, dass noch nicht mal alle Unterlagen parat sind. Weil das ja alles den Ablauf und die Abwicklung entschleunigt. Nicht beschleunigt, sondern entschleunigt. Verzögert, verlängert. Ja, und du kannst doch heute, also jetzt bitte auch nochmal so als Last Point, ja, oder als wichtigen Punkt, du kannst heute keine Immobilie mehr deutlich über den Marktpreis verkaufen, weil es dir spätestens bei der Finanzierung um die Ohren fliegt. Weil da sagt doch jede Bank, hä? Ja? Machen wir nicht. So, und dann müsste ja der Käufer extrem viel Eigenkapital mitnehmen. Also wird ja der Banker ihm sagen, hören Sie mal, wende den Herr Gehrein, bei dem Objekt stimmt irgendwas nicht. Ja, was stimmt denn da nicht? Ja, der Kaufpreis ist viel zu hoch. Ja, ich will das aber unbedingt haben, das Objekt. Ja.
Ja, dann müssen sie aber nochmal 150.000 mehr Eigenkapital reinbringen. Dann können wir das out of the box machen. Und dann gucke ich dumm aus der Wäsche. Und dann guckst du halt dumm aus der Wäsche. Ja, und dann wirst du nicht direkt losrennen und zu deiner Oma und sagen, ja Oma, kannst du mir noch 150.000 Euro extra leihen? Ah, siehst du, also, weißt du, manche Sachen sind für mich wirklich dumm. Mhm. Also nicht nur dumm, sondern saublöd. Ja, und das ist halt das Ding. Also ordentliche Bewertung. Dann innerhalb der ersten Woche, sagen wir noch nicht mal 72 Stunden, aber der ersten Woche, obwohl es sind 72 Stunden, weil da knallen ja die meisten Anfragen rein. Und warum? Genau, das ist die Frage, warum? Warum? Jetzt ist doch ganz klar. Weil die ganzen Leute, die hot sind, hinterlegen doch Suchaufträge. Genau. So, und wir müssen uns auch nichts vormachen, dass es natürlich einige wenige Portale gibt, wo sich die Anfragen oder die Suchenden sozusagen tummeln. Ja, da kann ich auch in Facebook werben und so weiter, das ist auch so ein Ammenmärchen, egal. Aber da, verstehst du, da, wo sich die Suchenden tummeln, da muss ich sie doch abgreifen und die haben Suchaufträge hinterlegt, ist doch vollkommen normal. Ja, ja, weil ich, wenn ich 6 Monate schaue, habe ich das sicherlich gemacht. Genau, so, und dann hast du natürlich noch die Nachbarschaft, du hast die Umgebung etc. etc. pp. Und jetzt passiert ein ganz magisches Ding. Tandy. Eigentlich darf ich das gar nicht verraten, ja. War das schon wieder, ja, ist schon ein Betriebsgeheimnis, ja. So, das heißt, derjenige, der wirklich wissen will, was dann passiert, wenn du das so machst, das ist halt magisch, weil dann passieren eben so ungewöhnliche Dinge und so positive Dinge. Ich kann aber eine Sache sagen. Erstens, dass sehr viele, und zwar so ungefähr 80% der Anfrager, der Interessenten zu uns kommen, respektive zu unseren Kunden, und vollends begeistert sind, weil sie endlich den Eindruck haben, bei einem guten Makler gelandet zu sein. Punkt 1. Ist ja komisch, oder? Mhm. 80%. Zweitens, dass sie so einen Prozess noch bei keinem anderen Makler gesehen haben. Komisch, oder? Muss ja irgendwas dran sein. Ja. Ja, und das sind halt eben keine 5 oder 10 Anfragen, sondern deutlich mehr. Termine werden gebucht, Besichtigungen fallen nicht aus. Natürlich kommt mal der ein oder andere nicht, aber in der Regel fällt wenig aus. Und die Show-Up-Quote ist höher, dass die Leute erscheinen. Die Show-Up-Quote ist höher und das Willing der Leute ist viel, viel höher. Und die Begeisterung, weil es eine wirklich spannende Customer Journey ist und eben seriös und nicht eben wie beim Gebrauchtwagenhandel. Weißt du, wir machen mal so Pi mal Daumen, schmeißen mal irgend so einen Preis in die Welt rein und hoffen dann, dass es klappt. Was unsere Kunden, unsere Makler nicht machen, ist Hoffnungsmakelei. Mhm. Sondern wir machen Profimakelei. Und das ist der kleine feine Unterschied. Ich wollte gerade, das ist der springende Punkt. Ich hoffe mal, dass ich die Immobilie verkauft bekomme, habe aber eigentlich gar keine Ahnung, wenn sie denn nämlich nach Monaten verkauft, warum sie eigentlich verkauft wird. Also nach dem Motto, bist du ein Glücksritter. Nichts anderes ist ja diese Strategie, hoch ansetzen und dann mal gucken, was passiert. Das ist ja genau das, Hoffnungsmakelei. Du musst ja irgendeinen Menschen finden, der trotz des hohen Preises, wo er bei den meisten Leuten schon in der Suche schon rausfällt, musst du ja einen von den Vögeln finden, der, ich sag mal, den Punkt hat, dass die Immobilie um viele, viele zigtausende Immobilien weniger wert ist, um dann ein entsprechendes Angebot zu machen, sage ich, okay, ich finde die Immobilie geil, aber ich gebe dir 150.000 Euro weniger. So, und jetzt vielleicht zur Zusammenfassung noch ein paar ganz wichtige Daten. Erster Punkt ist, dass unsere Kunden interessanterweise Immobilien verkaufen, die bei anderen Maklern ein halbes Jahr, 8 Monate, 1 Jahr im Verkauf sind. Und dann innerhalb von 4 Wochen verkaufen. Komisch. Und das ist nicht immer nur der Preis. Also das muss man auch ganz klar sagen. Nicht, dass jetzt ihr da draußen meint, ja, da wird jetzt dann irgendwie der Preis um 100.000 Euro runter. Es ist ja logisch, dass der verkauft. Ja, hättest du am Anfang das gemacht, dann hättest du viel mehr gekriegt, Schlauberger. Ja, weißt du? So. Also das heißt, das ist ein Grund. Aber es gibt noch viele, viele andere Gründe dafür, weil es hat einfach was mit der Professionalität zu tun. Ja. Das kann ich. Das ist wirklich der entscheidende Punkt. Es hat was mit der Professionalität, mit dem Prozess, mit dem System, mit der Methode zu tun, wie man vorgeht. Ja, und das ist der himmelweite Unterschied eben zum, ich setze mal hoch an, runtergehen kann ich ja immer noch. Weil das ist Glücks
Ritter- oder Hoffnungsmakelei, Glücksrittermakelgeschäft, sondern zu sagen, okay, man hat einen richtig coolen Prozess und der wird gnadenlos durchgezogen. Und jetzt kommt ein zweiter Punkt. Die Verkäufer und unsere Kunden werden darauf wirklich trainiert, auch von uns, dass sie Leuten sagen, nein, machen wir nicht. Gehen Sie zu einem anderen Makler, wenn der Ihnen mehr bietet. Das ist ja auch so ein tolles Argument. Ne? Ja, anderer Makler hat mir aber mehr geboten. Ich sage, ja, kauft er das denn die Immobilie selbst? Natürlich nicht. Aber wir bieten mal was. Wir sagen mal, wir bieten mal halt. Also, boah, als wenn wir hier bei, keine Ahnung, wo wären. Ja? Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Weil genau das wollte ich auch sagen. Vielleicht wolltest du darauf auch hinaus. Aber ich weiß nicht, wie oft ich es schon gehört habe von den Maklern, die ich jetzt ja auch mittlerweile sehr viel kennengelernt habe, die auch im Coaching sind, die sagen, dann habe ich ihn abgelehnt und habe mich am Anfang auch unwohl gefühlt und wusste nicht und eigentlich wollte ich den Auftrag und 4, 5, 6 Monate später schon gar nicht mehr dran gedacht, kam er auf einmal von selbst rein, der Verkäufer zu mir, der Eigentümer und hat gesagt, du Herr Bosbach, ich mache es jetzt doch mit Ihnen. Es hat nicht geklappt, wie ich gedacht habe. Ja, oder darf ich es mit Ihnen machen? Ja, das ist ja dann schon wirklich ein, boah, würden Sie das so... Würden Sie es machen? Und ich sage auch ganz klar, ich habe ja auch die Phasen gehabt, ja. Wenn ich mal so 15 Jahre zurückgehe und ich habe einen Auftrag verloren oder nicht bekommen, da war ich auch angepisst. Natürlich war ich da sauer, ja. So, ich sage, ah, wie habe ich denn jetzt den Auftrag nicht bekommen? Mhm. Im Laufe der Jahre lernt man natürlich auch dazu. Und ich habe ja auch dazu gelernt, also um Gottes Willen. Ja, also wenn ich da jetzt mal so ein paar Dinger raushaue, dann liegt es ja auch daran, dass ich es wirklich mit eigenen Erfahrungen gelernt habe und selber mir eine blutige Nase geholt habe und diese Fehler gemacht habe. Mhm. Ja, das muss man ja auch fairnesshalber sagen und da stehe ich auch dazu, kein Thema. Das Ding ist aber folgendes. Weißt du, wenn ich heute jemandem sage, pass auf, Verkäufer, das ist total fein, wenn Sie einen anderen Makler haben, der Ihnen mehr bietet und Sie sind der Meinung, dass Sie das versuchen wollen. Erstens weiß ich als Makler, dass ich es so erklärt habe, dass es mein Kunde nicht verstanden hat. Nicht verstanden hat. Mhm. Also hätte ich es besser gemacht, hätte es verstanden und ich hätte auch den Auftrag bekommen. Also muss ich irgendwas falsch gemacht haben. Punkt Nummer 1. Okay, so what? Ist halt passiert, also hat der andere Makler jetzt den Auftrag bekommen. Das heißt aber nicht, dass der besser war. Und das heißt auch nicht, dass der schlauer war. Ich würde mal sagen, der war eigentlich richtig viel dümmer. In den meisten Fällen wahrscheinlich. Ja, der war vielleicht in dem Moment clever, aus seiner Sicht clever. Er hat den Auftrag bekommen, aber es geht ja nicht um den Auftrag. Es geht ja darum, dass wir eine Immobilie verkaufen. Ja, oder holst du dir nur irgendwelche aufgeschwommenen Marketingkosten rein, schlechte Bewertungen, alles. Wir müssen eine Sache hier im Kopf behalten. Schau, wenn du Geld verdienen willst, Geld ist immer das Ergebnis von einem Produkt. Also sprich von einem, also Produkt ist das Ergebnis von Arbeit. Okay? Oder einer Dienstleistung. So, und wer da draußen rumläuft und Geld verdienen will, der muss ein Produkt liefern, also ein Ergebnis, also eine verkaufte Immobilie. Was bringt dir denn 20 Aufträge und du kriegst sie nicht verkauft? Dann verdienst du kein Geld, Hohlkopf. Verstehst du, was ist denn? Die Makler, die das ganze Schaufenster vollgehangen haben und nach 6 Monaten läufst du dran vorbei. Du bist super, du hast ganz viele Aufträge, verkaufst da keine, verdienst auch keine Kohle und dir steht das Wasser bis zum Hals. Hä? Was ist los mit dir? Dann schalt mal dein Hirn ein. Mhm. Das macht halt keinen Sinn. Also, das muss man verstehen. Also das heißt, wenn du keine geilen Produkte lieferst, also keine tolle Dienstleistung, die Leute draußen haben wollen, also Verkäufer, meine gute Dienstleistung als Makler, aber hilft halt auch nichts, wenn ich so eine tolle Dienstleistung anbiete, aber das Ding nicht verkauft kriege, dann habe ich halt eine schlechte Lieferung, schlechte Delivery. Also ich muss das Ding einnageln. Ich muss Closings machen. Ohne Closings kein Geld. Da kannst du noch so viele Aufträge haben. So, das heißt, wenn jetzt dieser Fall passiert, dann sage ich, Herr Gerein, sorry, an der Stelle passe ich. Machen Sie das mit dem anderen Makler. Ich sage Ihnen aber eine Sache, und das meine ich wirklich gut mit Ihnen. Wenn Sie in irgendeiner Weise Schwierigkeiten bekommen, irgendwas passt Ihnen nicht, irgendwas gefällt Ihnen nicht, meine Tür ist immer offen für Sie. Rufen Sie mich einfach an, lassen Sie uns im Kontakt bleiben. Ich verstehe Sie total. Ja, wenn irgendwas von meiner Seite aus nicht rübergekommen ist, alles fein, alles gut. Wenn Sie daran glauben, dass der andere Makler Ihnen die Immobilie zu diesem Preis verkauft bekommt und Sie glauben nicht an mich, ist total fein.
Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Meine Tür steht Ihnen offen und Sie können mich jederzeit anrufen. Okay? Okay. That's it. Und ich sage dir eins. Ich beobachte den Fall und ich schaue es mir an, was da passiert. Und der andere Makler muss sich aber nicht wundern, wenn ich diesem Menschen, mit dem ich in Kontakt war, und er mir jetzt an der Stelle den Auftrag durch ein, sagen wir mal, ich sag's mal, durch eine Dummheit abgeluchst hat, dann muss er natürlich sich nicht wundern, wenn ich jetzt ab und zu mal nachfrage, wie es denn läuft. Mhm. Denn ich weiß ja, wie es läuft. Weil es wird scheiße laufen. Er wird es nicht hinkriegen. Er wird nicht verkaufen. Ja. Und das ist eigentlich der wirklich wichtige, zentrale Punkt. Sehr, sehr vieler, ich will nicht sagen aller, aber sehr, sehr vieler Maklerbüros, dass ihr auf Aufträge fixiert seid und nicht auf Ergebnisse. Und Ergebnisse kommen nur zustande, wenn du vernünftige, exakte, professionelle Bewertungen machst. Und das ist auch nur die halbe Wahrheit, es steckt noch viel mehr dahinter. Das kann man bei uns lernen, verrate ich aber nicht hier. So, und am Ende des Tages eine wirklich geniale Methode hast, die draußen zeigt, dass du es einfach drauf hast. Ja? Und wenn als einer wirklich zugehört hat und wenn er jetzt wirklich mal bereit ist, hinzuschauen und genau hinzuschauen, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, dass vorne der korrekte Preis die Interessenten wie die Fliegen anzieht und ein zu hoher Preis die Interessenten von dem Objekt wegtreibt, die Vermarktungszeit verlängert und dadurch der Preis automatisch auf Dauer sinkt. Und umgekehrt kann man sich jetzt vielleicht, wenn man einigermaßen gut rechnen kann und gut denken kann, ausrechnen, was passiert, wenn man vorne viele Interessenten hat, die das haben wollen, was dann mit dem Preis passiert. Schönen Tag.